Ihr habt nichts weiter getan. Ihr würdet die Kürbisse halt erst dann ernten, wenn. Ja, ne? Wenn die dann auch fertig sind. In der Hoffnung, dass sie heute noch fertig werden. Oh, scheiße. Nee, okay, zu meinem Haus kann ich mich nicht porten. Wäre ja auch zu schön gewesen. So. Muss erstmal ein paar Sachen wegbringen. Ich habe mir auch schon überlegt. Man kann ja hier noch mehr Räume und mehr Etagen machen. Dass ich halt weiter oben. Einfach mal so eine mittlere Etage oder sowas mache. In der ich einfach nur meine ganzen Kisten stapel. Eine Kiste, einen Raum halt nur für Essen. Einer nur für Steine, sag ich mal, und der andere halt nur für Blumen oder sowas. Damit werde ich jetzt auch am Anfang. Ein großes Lager. Ja, genau. Ein großes Lager. Und zwar erstmal mit den Küchenutensilien. Nein. Perfekt. Einmal. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ich muss jetzt natürlich erst einmal hier paar Sachen rauspacken. Meine Wären wert sind die ich gerade damit zum Leveln. No. Slash. Achso, die Steine kommen erstmal auch mit hier rein. So, ich nehme erstmal. Diese hier mit. Hier kann der Rest noch mit rein. Das hier hat sich dann auch automatisch mit erweitert. Das ist gut. Okay. Dann kann ich unten quasi die Wohnräume machen. Wenn ich nach oben hin noch mehr Wohnräume brauche, dann kann ich ja ein Stockwerk auslassen oder sowas. Dann baue ich das einfach einmal komplett um. Dann brauche ich nicht mehr gucken, okay, in welcher Kiste sind die Sachen, in welcher Kiste sind die Sachen, sondern ich habe halt alles in einem Raum gestapelt. Etage 4. Dann kommen hier halt die Dinger rein. Jo, jetzt natürlich erstmal gucken. Tapete. Dann wird es ja auch ein bisschen wie ein Lager aussehen. Bleibe ich doch dabei. Und Böden. Achso, ich brauche hier vielleicht auch die Kisten, ne? So. Also in dieser hier kommen dann zum Beispiel die Beeren. Die Äpfel. Die Bananas. Blaubeeren. Die
Zitronen. Gehe ich erstmal wieder runter. Hol den Rest. Okay, zwei weitere Truhen. Wunderbar. Hier sind noch Blaubeeren. Dann kommen hier auch weiterhin noch die Sachen von den Sträuchern. Truhe. Truhe. Wenn ich mir die gerne das Spiegel dafür kostet einfach 10k. Jetzt sehr geil. Ist doch gut. Eigentlich. Hier kommen die ganzen Kräuterchen. Basilikum zum Beispiel auch. Minze konnte man so pflücken. Ingwer konnte man so pflücken. Knoblauch kann man so kriegen. Das sind mal nicht alles Sachen, die man anpflanzen musste. Das. Bei Spinat weiß ich es halt nicht. Dass du selbst anbauen kannst. Okay, und hierbei. Wild wächst, okay. Also wenn Wild wächst da steht, kann man das da reinpacken, okay. Das kann ich anbauen, das kann ich anbauen, das kann ich. So. Das kann ich. Das kann ich. Das sind Sachen, die man pflücken kann. Alter, wie viel Stuff. Eieieiei. Okay. Eine Truhe kann ich wieder mitnehmen. Das ist verdammt viel Krams, ne? Vor allem, wenn man jetzt mal bedenkt, wie lange wir ja hier schon spielen. Die Kakaobohne konnte man auch pflücken, ne? Ja. Okay. Kokosnuss kannst du auch pflücken. Zitronen. Komm damit rein.
Anbauen. Das wird im Tal anbauen. Anbauen. Okay. Das waren die Sachen, die wild im Tal wachsen. Das. Vanille. Bauen. Bauen. Okay, und hier jetzt. Waren alle Sachen, die man anbauen konnte. Gut. Kommt Spargel da auch mal mit rein? Und Lauch. Das waren Sachen, die wild im Tal wachsen. Dann. Da hinten einmal. Wo war es hier nach hier hinten? Hier kommen die Sachen hin, die man bei Remi erhalten kann. Unter anderem. Und die Pilze zum Beispiel. Die Pilze kommen hier auch mit rein. Haben jetzt auch nochmal eine andere Bezeichnung da drin. So. Dann wieder runter. Ja. Bin auch schon gespannt, was es bei Dingen zum Laden gibt. Bei Dagobert. So. Die Kiste kann dann gleich mit. Hier ist auch sämtlicher Fisch aus der Region. Ich packe hier jetzt einfach mal die Steine rein. Doch mal das Essen. Nehmen das mit. Da soll noch mal einer sagen, ich habe nicht viel Krams. Und vor allem das hier ist alles nur für Nahrung. So, das waren die Sachen. Dann kommen hier Tomaten hin. Warum habe ich so viele Tomaten? Paprika. Zwiebeln. Chilis. Hier kommt Fisch rein. Fisch und Meeresgetier.
Jetzt habe ich nur keinen Platz mehr fürs Zuckerrohr. Und für die Kartoffel. Und für den Knoblauch. Ja? Nee, für Knoblauch habe ich. Da. Ja, komm, das kam es erstmal hier mit rein. Heiliger Mistkäfer. Okay, und hier. Huch. Erweitern, Raum hinzufügen. Blumen. Lager. 1. Ja, füge deinem Haus weitere Räume hinzu. Gut, ne? Ob ich dezent süchtig nach dem Spiel bin? Nein, hier sind keine Blumen. Das kann mit. Das kann mit. Ich kann tatsächlich alle Truhen mitnehmen. Geil. So, doch. Muss ich hier rein. Hallo Ryder. Wunderschönen guten Tag dir. Wie geht's dir? Das ist das falsche Lager. Ich muss da vorne hin. Dann hier das gleiche. Der Boden. Die Tapete. So, und. Kiste, Kiste, Kiste. Perfekt. Okay, das Lager ist voll. Wunderbar. Wir sind hier gerade so ein bisschen am Lager sortieren. So, das Ding habe ich ja bereits geöffnet, ne? So, den Zitrin brauche ich ja noch. Wobei, ich kann ja auch die Questaufgaben schon mal rausnehmen, ne? Brauche ich auch für sie. Den Rest kann ich verhökern. Die Kisten hier können halt erstmal drin bleiben. Verschieben darf ich sie ja, ne? Ja. Gut. Also. Da die Wally-Quest verbuggt ist. Ich gehe mal von aus, das hat sich immer noch nicht geändert. Ich werde aber einmal bei meiner Garderobe gucken. Ob ich irgendwas zum Anziehen habe. Die sehen halt toll aus. Ja.
okay, die anderen Hosen waren oben. Das kann ich weglassen. Weiß sich zu sehr. So, ich will mal eine andere Haarfarbe. Okay. Nee, das war falsch. Dreamlight. Perfekt. Aufgaben. Meeresfrüchte Salat. Ah, die Kletterausrüstung. Machen wir doch das erstmal. Die Kletterausrüstung habe ich doch irgendwo. Erstmal andere Klamotten. Ja, natürlich! Das muss sein. Achso, hier. Und die Kürbisse kann ich auch einmal mitnehmen. Die Samen dafür. Das ist nun mal ein Muss. Vor allem in so einem Spiel. Es geht halt nicht anders. Hallo, Donald. So, was hat Dagobert denn in seinem Laden? Okay. Kleider, das ist ganz schlecht. Das ist ganz, ganz übel. Hallo. Nein, ich gehe nicht shoppen. Das ist ganz schön. Ja. Okay. Sei gegrüßt, Nachbar. Ich weiß nicht, ob ich den schon habe. Egal. Kann ich genug von haben. Hallo. Ich weiß, dass wir am Ende wieder pleite sind. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Ich kann mich noch nicht ganz entscheiden. Sei gegrüßt, Nachbar. Sei du auch gegrüßt. Okay, das finde ich jetzt nicht ganz so. 19.000. 2.000. Einen schönen Tag noch. Am Ende des Tages sind wir pleite. Oh. Na gut, ich habe hier noch ein paar Kürbisse, also. Hallo. Einen schönen Tag noch. Hey. Außer keine Fenster, die neuesten Klamotten. Ja. Hallo. Natürlich. Ja, wenn keine Fenster im Angebot sind, kann ich auch keine Fenster kaufen. Sei gegrüßt. Wenn es keine Fenster gibt, kann ich keine kaufen. Ah, das hat ihr schon, glaube ich. Schade. Na gut. Stört ja nicht. Okay, ich habe nur 81.000. Einen schönen Tag noch. Hallo. Einen schönen Tag noch. Oh. Hat die die schon? Oh, scheinbar schon. Ich hätte die Gitarre schon. Egal. Einen schönen Tag noch. Wie gesagt, man kann nicht genug von manchen Sachen haben. Der hier ist natürlich auch schön. Hallo. Aber das geht leider erstmal für die Ohrringe drauf. Jetzt sind wir wieder pleite. Laden erstmal fast leer gekauft. Ich kann da nichts für. Wenn er sowas anderes anbietet. So. 169 von 716.
Sieht man dann hier auch die doppelten Sachen? Oder kann man die Kleidung nicht doppelt kaufen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe aber schon ein bisschen was, ne? Gut, von Dreamlight Valley selbst nichts. Shoppingwaren? Ja, ich kann da nichts für. Ich weiß, dass ich ein Problem habe. Okay, das war doch neu. Das wurde mir noch nicht angezeigt, dass es neu ist. Das ist auch neu. Wurde mir auch nicht angezeigt. Okay. Also, es war nicht doppelt. Selbst das hier war nicht doppelt. Das ist auch neu. Tatsache, ich hatte es vorher noch nicht. Okay. Alles gut. Kann da nichts für, wenn es das gibt. Passionslilie. Lilafarbenes Synchro. Pommes und Rührei. Also das hole ich einmal kurz. Die Leute sind wach, ne? Ursula ist wach und Ariel ist auch wach. Okay. Gehen wir ganz kurz zurück. Dann muss ich ja eh Anna suchen, ne? War doch Anna. Dass du Christus in deinem Rucksack hast, habe ich. Oh nee, das ist, oh, das sind die verbrannten Holzscheite. Ups. Ihr habt nur die verbrannten Holzscheite. Das war doch nicht. Okay, ich muss sowieso nochmal zurück. Okay, da war es nicht drin. Habe ich die denn schon? Ja. Habe ich. Tatsache. Bin noch am Wachwerden. Ja. Ich quasi auch. Muss jetzt. Ah, hier ist meine Küche. Okay. Musste gerade gucken, wo ich meine Küche habe. Habe ich denn Rührei schon? Nee, aber Pommes habe ich. Pommes kann ich einmal machen. Könnt mir vorstellen. Was? Das? Mal gucken. Okay, nee, das ist nur hart gekochtes Ei. Eier auf jeden Fall. Gehen wir mit mal die Spülmaschine leer machen. Macht das Kitty. Ich versuche noch herauszufinden, wie man hier Rührei macht. Vielleicht noch mit Zwiebeln? Nee. Ich will es halt nicht komplett aufbrauchen, meine Sachen, die ich habe. Rührei. Vielleicht denke ich auch einfach zu sehr an das Rührei, was es in echt gibt. Juh. Ich weiß auch gar nicht, zählt Rührei als Hauptspeise oder als Dingens? Hier vielleicht, also nur Ei kommt, glaube ich, auch das Hartgekochte raus. Wenn ich nur das Ei mache. Was kommt denn sonst bei einem Buch? Da sind meine Eier. Butter bestimmt nicht.
Doch, ich probiere mal mit Butter. Ich habe ja noch ein paar Eier. Nee, kommen wir auch beim Hartgekochten wieder raus. Okay. Also Eier. Haben wir noch? Haben wir Käse. Okay. So kriegt man ein Rührei. Rohkosten müsste das hier sein. Wunderbar. Klappt super. Dann muss ich noch gucken, was wir an Blumen haben. Welche brauchte ich? Wasserpassionslilie. Lilafarbenes Sumpfmilchkraut. Nein. Ich suche gerade nach dem Sumpfkraut. Das hier? Huch. Lilafarbenes, ja. Und weiße Passionslilie. Die müsste hier drin gewesen sein. Ja. So. Dann auf zu Ariel und Ursula. Ich muss die Sachen abgeben. Tachchen. Achso, wo sind die beiden denn? Okay, Ariel ist da. Was hat sie? Den Stein kann ich Ariel alles geben. Ariel, dein Ernst? Wo rennst du jetzt hin? Oh, hallo. Hi. Nein, ich hatte das Chilischotengebäck vergessen. Chilischotengebäck. Wie mache ich denn Chilischotengebäck? Habe ich das schon? Habe ich schon. Oh Gott sei Dank. Nein, hier ist nicht meine Küche. Ich muss unbedingt die Küche wieder nach unten räumen. Nein. Für die Schotengebäck. Ich müsste mir eigentlich auch mal mit euch einen Tag Zeit haben, um das alles zu dekorieren. Aber ich habe nur nicht genug an Sachen, die ich reinstellen kann. Ich habe einfach nur nicht genug. Okay, das war hier nicht mehr. Dann gehe ich einmal erstmal kurz zu Ursula.
Und in ihrer Hütte rum. Bevor die gute Frau wieder schlafen geht. Nein, nicht hinsetzen. Aus Böse. Du bist hier, endlich. Ich hab einmal Rührei für dich. Oh Mist, okay. Oh, du bist es. Hervorragend. Perfekt. Es scheint, als ob das Dorf seine Macht verbirgt. Hier gibt es Magie, die wir nicht sehen können. Und ich will sie. Ich meine natürlich, ich will sie für das Dorf. Sprich mit dieser Frau, Mutter, wie heißt sie noch, über den Fluch. Sie war da, als er entfesselt wurde. Und ich will wissen, was sie weiß. Ich würde es ja selbst tun, aber aus irgendeinem lächerlichen Grund vertraut sie mir nicht. Okay. So eifrig, ich liebe es. Da ja. Aber jemand eine Glückssträhne. Mhm. Die lacht sich auch ganz ins Fäustchen, ne? Hier, ich habe nur dein Schimpfkraut-Gedöns. Die können schon viel weiter sein, wenn du beim letzten Mal nicht geschlafen hätte. Ewigkeiten. So, einmal nach da hinten. Guck mir in die Augen, Kleines. Wo ist sie jetzt schon wieder? Da hinten irgendwo. Angeblich. Hi. Ich habe eine fantastische Idee für uns. WB Kitty. Hier, Chili-Schoten-Gebäck. Und Stufe 5. Okay. Dann. Ich habe beide auf 5. Hälfte. Hälfte haben wir. Boah. Unglaublich. Was ist denn da schon wieder hinten? Lass mich mit dir noch eine kleine Diskussion halten, bitte. Ich musste einfach an die Oberfläche kommen, um dich zu sehen. Oh, ja. Das ist das Einzige, was ich jetzt gerade mal nicht lese. Ich einfach nur will, dass ich vorankomme. Gut. Wo ist Anna? Da hinten. Das hier muss ich dann auch nochmal weiter gestalten. Oh hey, warte. Hi. Können wir reden? Bitte schön. Hey, du bist hier. Wow, Aidai, das ist brandneu aus. Wenn ich ihm das sage, muss er sich an mich erinnern. Ich bin mir sicher. Bring das sofort zu Christoph. Er steht neben mir, aber macht sie das nicht selber?
Eine sehr gute Frage. Jetzt muss ich mir erstmal anhören, wie die sich unterhalten. Ich will halt jetzt ein paar Quests aufarbeiten. Weil ich will vor allem die Quests fertig haben, wenn der Patch kommt. Also, was heißt Patch? Wenn das Update kommt. Dann will ich die Quests eigentlich ganz gern fertig haben. Deswegen versuche ich gerade Augenmerk auf die Quests zu legen, obwohl ich gern weiter dekorieren würde mit euch. Das können wir vielleicht Richtung Ende machen. Ist ja schon fast soweit. Er ist eher mit Umräumen beschäftigt. Bleib doch mal stehen! Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Es macht mich traurig, dass Christoph sich noch nicht an alles erinnern kann. Aber er erinnert sich daran, wie er mit mir in den Bergen war. Also denke ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich werde mit Merlin sprechen. Vielleicht kann er helfen, Christophs restliche Erinnerungen zurückzubringen. Wenn Magie Christoph die Erinnerung genommen hat, braucht es vielleicht welche, um sie wiederherzustellen. Danke für deine Hilfe. Ich lasse es dich wissen, wenn Merlin eine Idee hat. Du schaffst das. Mhm. Du hast bestimmt einen neuen Auftrag für mich gleich. Nicht? Erziele Fortschritte mit Christoph. Ah. Hey. Hi. Ein Prinz mit dunklen Haaren? Hm, jetzt wo du es erwähnst. Ich erinnere mich an so jemanden. Aber es ist irgendwie verschwommen. Wobei habe ich einem Mann mit seiner Expedition auf See geholfen. Er fand seltene Artefakte aus dem Tal und ich half ihm von seinem Schiff zu holen, sie zu bewahren und zu archivieren. Vielleicht war das dieser Erik. Vielleicht habe ich zu Hause noch ein paar Aufzeichnungen von seinen Expeditionen. Ich muss ein paar Sachen für Donald holen. Aber wenn du dich darin umsiehst, findest du sie bestimmt. Vielleicht habe ich aufgeschrieben, wo Prinz Erik hingegangen ist. Ich weiß das sehr zu schätzen. Das Buch liegt genau da! Genauso gut, ey. Das Ding ist einfach genauso gut wie das mit Anna. Steht genau daneben! Nee, das war jetzt das von Ariel, ne? Ja. Geh einfach von oben nach unten runter. Hallo. Danke, zeig mal her. Sag mir, dass du etwas gefunden hast. Hey, vielleicht ist es das hier. Aha. Oh, aber das ist nicht gut. Auf der hier ausgeführten letzten Expedition von Erik ist ein großes rotes X zu sehen. Das bedeutet, dass das Schiff gesunken ist. Du glaubst doch nicht, dass Erik... Wenn er ein Seefahrer war, konnte er sicher schwimmen. Mhm. Mal sehen. Hier steht, dass das Schiff in der Nähe vom Schädelfelsen gesunken ist. Nicht weit vom schillernden Strand. Vielleicht findest du ja einen Hinweis im Wasser. Man weiß nie, was man angeln könnte. Bis bald. Ja. Yeah. Okay. Wie gesagt, ich arbeite jetzt aber die Quests von oben nach unten ab. In der Hoffnung, dass ich langsam aber sicher vorankomme. Und dass sich das Update noch ein bisschen geduldet. So, nebenbei sammle ich jetzt hier das ganze Krams. Ich habe schon Hinweise gesammelt. Was? Okay. Ah. Eigentlich müsste ich Gotel mitnehmen. Aber ich habe gar keine Lust, zu ihr hinzurennen. Die ist da hinten. Ja. Objekte für Haus. Mhm. Möbel, so heißen sie. So.
erstmal hier alles aufarbeiten. Schön Muscheln sammeln, die brauche ich nämlich auch. Eigentlich brauche ich alles. Irgendwie. Bring Ariel, was du gefunden hast. Ariel ist jetzt gerade wo? Ariel? Oh, da hinten. Einsammeln. Achso. Okay. Ach, da kann ich mir natürlich noch nicht importen. Oh, war ja auch zu einfach. Oh, mein Inventar ist voll. Dann lass ich es mal lieber erstmal so. Muss ich dann gleich wieder ins Haus bringen. Ich habe eine fantastische Idee für uns. Diese Statue, das ist Erik. Ich habe genauso eine auf dem Deck seines Schiffes gesehen. Das ist alles, was du bei dem Schiffswrack gefunden hast? Ich mache mir solche Sorgen, dass ihm etwas Schlimmes zugestoßen ist. Alles wird gut. Ich bin froh, dass du hier bist, Aldaria. Ich wünsche nur, wir hätten mehr Hinweise als eine zerbrochene Statue und ein gesunkenes Schiff. Wenn sich nur jemand außer mir an Erik erinnern würde. Warte, ich habe eine Idee. Wenn wir die anderen Teile der Statue hätten, könnten wir sie vielleicht zusammensetzen. Wenn die Dorfbewohner sie dann sehen würden, würde das vielleicht die Erinnerung zurückbringen. Es ist ein Versuch wert. Aber das hier war das Einzige, was ich im Wasser in der Nähe des Schiffswracks finden konnte. Vielleicht wurden die anderen Teile an die Küste gespült und die Dorfbewohner haben sie gefunden. Bitte Christoph würde es wissen. Ich werde ihn fragen. Oh ja, und schon wieder zu ihm, oder was? Hallöchen. Verkaufen. Ich will mal ein paar Steinchen hier loswerden. Und Baumwollsamen will ich einmal kaufen. Brauche ich nämlich auch. Hoffentlich auf der sonnigen Ebene. Das Land. Ich habe noch nicht überall alle Samen gekauft. Also, nur nicht genug. Wie teuer ist das hier? Hallo. Okay, so viel habe ich gerade noch nicht. Ich muss ja eh nach da oben. So. Etage. Erstmal die Blümchen. Wunderbar. Ich glaube, hier bei den Sachen für die Küche. Wobei, nee, ich glaube, ich würde das erst zu den Blumen packen.
So. Okay. Nach unten. Ja gut, ich habe noch nicht genug, oder? Kann ich noch mal ein paar Ton herstellen? Nee, kann ich nicht. Ich kann Apfel herstellen. Endlich mal. Fasern habe ich genug. So, das packe ich jetzt einfach mal hier mit rein. So. Was brauchte ich denn für die Weichholzbräu noch und Aquamarinbräu auch noch? Mm-hmm.